Scheiße avancieren zu einer der besten Battle-Rapper, der mehr Untergrund ist als ein gottverdammtes Kellerfenster, der darüber hinaus eine Stimme klingend wie ein Panzerrohr hat und Abschiebehaftbefehl für kriminelle Aslaks fordert. Da staunen sie was, Neuschwabenland ist kalt, doch noch ist der Extremwert der Parabel nicht erreicht. Diese Kackgesellschaft braucht noch ein paar aggressive Lines, bis jedem 68er die Corona-Arterie reißt. Voneinander Drop bis Rooftop, Brandenburg bis Ruppert, Klassenraum und Schulhof, Handelbank und Hulblock, von Hamburg bis Frankfurt. So, dann herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Neuschwabenfunk. Wir haben heute wichtige Themen zu besprechen, beziehungsweise ein Thema, was schon in schriftlicher Form mehrmals diskutiert wurde, jetzt aber auch mal audiolog sozusagen. Wir sind heute wieder vertreten, einmal mit Stefan, servus. Ja, Grüße und vor allem mit Max, ja, der endlich mal sein Comeback feiert. Der Max, ja genau. Der Max, jawohl. Auch bekannt als Staufer. Man hört ihn, Sepp, du bist auch wieder dabei. Ja, genau, servus. Mit gewohnt guter Laune, so wie wir alle. Ja, wir beschäftigen uns heute mit dem Thema mit Nayib Bukele und seinem Aufstieg in El Salvador, in dieser präsidentialen Republik, wie sie momentan zustande kommt. Warum machen wir das heute? Wie war euer Zugang zu Bukele? Also wo habt ihr zum ersten Mal gehört und dachtet, ja, das ist eine interessante Person oder gerade für uns als junge Rechte, junge Konservative, je nachdem. Sebastian, wie war da dein Zugang? Jetzt hast du mich kalt erwischt, ich bin mir gerade noch schnell ein Bier holen gegangen, aber ich habe die Frage natürlich gehört. Ja, ich habe dieses Video von der Überführung der Gefangenen ins Gefängnis auf Twitter gesehen. Mhm. 2019, ne? Genau, und so hat es, also ehrlich gesagt, das weiß ich jetzt nicht mehr. Okay. Auf jeden Fall dann, als es passiert ist, habe ich das auch gesehen. Und von da an war ich auf jeden Fall ein bisschen interessiert daran, was da so abgeht. Und seitdem habe ich halt immer wieder, wenn es irgendwas gab, aufmerksam hingeschaut oder gelesen. Genau. Stefan, kannst du das abgleichen? Ist bei dir genauso, oder? Ich glaube, ich war derjenige, wo Sebastian das Video geschickt hat. Nein. Aber auf Nein. jeden Fall, es ist tatsächlich war es ja auch so, man muss auch sagen, dieses Video, worum ging, zeigte diese ganzen Strafgefangenen, die eingebuchtet werden. Mhm. Also eben nicht irgendwelche Straftäter, sondern Bandenangehörige, Maras-Mitglieder. Also da sollte man, ich glaube, bei dem Video sieht man es ganz deutlich durch die Tattoos und so weiter, ne? Ja, ja, klar. Ja, das werden sie auch schon drauf geachtet haben. Ne? Mhm. Auf jeden Fall, da bin ich tatsächlich mal zum ersten Mal darauf aufmerksam geworden, dass es ja in El Salvador scheinbar eine Wende gab, weil ich habe früher auch immer gerne halt über dieses ganze Drogenkartellzeug und Mafia und so weiter mir das halt angeschaut. Es gibt auch diese deutsche Ableger, die härtesten Knäste der Welt, ja, die kennt ihr wahrscheinlich auch, wo ich mir auch immer gerne reingezogen habe. Ja, ja. Und man muss aber auch noch sagen, Lateinamerika ist ja wahrscheinlich der gewalttätigste Ort der ganzen Welt. Und gerade was diese Banden da tun, also eben die Kartelle und so, das ist ja, das geht über unser Vorstellungsvermögen als Europäer hinaus, ja, was da auf Tagesbasis passiert. Und dann habe ich eben gesehen, dass da, ich habe nämlich zuerst auch gedacht, was ist denn da los? Hunderte oder Tausende von Bandenmitgliedern, wo da abgeführt werden und ausgerechnet in El Salvador. Weil El Salvador, das wusste ich auch bereits vorher, dass das halt wirklich das Shithole schlechthin ist, ja. Mit der höchsten Mordrate, mit kaum Infrastruktur, das ganze Land, das ist einfach völlig im Eimer. Und deswegen war ich noch umso beeindruckter und überraschter, dass es da scheinbar eine Politikwende gegeben hat. Und dann habe ich mich auch mal angefangen, da schlau zu machen. Und ich glaube, der erste Kontakt mit einer tieferen Betrachtung, was Bukele da so tut, kam ja von jemandem, der auch schon hier zu Gast war, nämlich von Johannes Pönsken auf seinem Substack-Blog Fragen zur Zeit, mit einem sehr starken Artikel, wo er dann eigentlich genau auf dieses Video, von dem wir jetzt gesprochen haben, Bezug nimmt. Ja, ja, auf jeden Fall dann auch nochmal eine Leseempfehlung für den Artikel, wenn wir auch nochmal verlinken, oder generell für den ganzen Blog, würde ich mal für die Runde behaupten, dass wir den auch, sagen wir mal, folgerichtig immer wieder lesen und verfolgen. Somit solltet ihr das auch tun, liebe Zuhörer. Ja, du hattest vor allem erwähnt, es ging darum, über die Drogenkartelle. Also die haben ja in letzter Zeit eigentlich eher so ein popkulturelles Revival, wie man heutzutage sagt, bekommen, beziehungsweise waren sie ja schon immer präsent, ja, Pablo Escobar und dann halt jetzt vor allem mit der neuen Popkultur durch die Netflix-Serie Narcos oder Narcos Mexico dann später, die Weiterführung, haben da eigentlich immer, ich will nicht sagen positives Bild, aber die waren dann schon so, ja, die coolen und etc. pp., ja, gleichzeitig... Ja, und halt Scarface, genau, Al Pacino, stimmt. Und so, allein die Anspielungen im deutschen Hip-Hop sind ja endlos, ja. Genau. Ja gut, das ist ja dann allgemein Mafia.
Genau, wie beziehen wir Aber jetzt man mal auf muss das sagen, Lateinamerikanische? popkulturell grundsätzlich ist natürlich Mafia oder Verbrecher, Clans generell natürlich ein Ding. Genau, Und ich meine, ich weiß auch nicht, wie es euch geht, aber mir hat das Popkulturelle auf jeden Fall auch immer gefallen. Also ich mag gerne Mafia-Filme, ich finde die japanische Yakuza super spannend, aber die mexikanischen Drogenkartelle halt überhaupt nicht. Das fand ich. Ich habe einmal ein Buch gelesen, das hieß, glaube ich, Das Kartell. Und das war von vorne bis hinten einfach nur widerlich, was da beschrieben wurde. Und auch die ganze Ästhetik davon kommt bei mir gar nicht an. Also, ich glaube, das ist wirklich auch die widerlichsten Menschen, die auf diesem Planeten herumlaufen, stammen aus diesen südamerikanischen Drogen. Ja, also eben, Kartellen. Ich man meine, muss ja. jeder von uns hat schon mal irgendwelche Hinrichtungsvideos von denen wahrscheinlich gesehen und ich sag mal so, der islamische Staat ist halt freundlich gegen die. Also eben, das ist halt genau das, was ich am Anfang meinte. Von dem kann man sich halt, von dem macht man sich gar keinen Begriff. Ja. Das ist ja gerade auch der große Skandal. Bukele hat es geschafft, dieses Land eine 180-Grad-Wende herbeizuführen. Ja. Und dann kommen irgendwelche Journalisten daher und jammern Rummel, er respektiert die Menschen und die Bürgerrechte nicht und so von den Gangmitgliedern. Ja. Und da hat Bukele auch völlig zu Recht gesagt, ja, El Salvador ist die letzten 30 Jahre im Chaos und Anarchie und Mord und Totschlag versunken und wo wart ihr alle dort? Ja. Und Okay. eben, diese Bandengewalt ist ja wirklich krass. Ich würde sagen, bevor wir jetzt ins Detail gehen, was er bewirkt hat, etc. pp., würde ich einmal noch zurückgreifen, jetzt mal, was Sebastian gesagt hat, hier popkulturell, wir hatten immer hier Escobar, sind Identifikationsfiguren, vielleicht auch jetzt nicht unbedingt in Mittelamerika, wo jetzt, ne, El Salvador liegt, oder Lateinamerika, was ja auch der kulturelle Raum ist, würde ich jetzt auch mal weiterhin behaupten. Und jetzt kommt halt ein Bukele daher und macht damit halt, zieht einen Schlussstrich, ja. Wir sehen jetzt, sag ich mal, diese Escobars, die uns ja immer präsentiert werden, als die Witzigen, die natürlich auch gewalttätig sind, aber trotzdem Identifikationsfiguren sind. Da ist Bukele jetzt der absolute Antagonist für jene. Aber ich denke auch nicht, dass die irgendwie wirklich positiv aufgeladen sind, seien es die Kartelle in Mexiko oder jetzt die in El Salvador, zumal man von diesem Land auch nicht viel gehört hat vorher. Also war es euch bekannt? Also ich wusste, dass es ein Land davon ist, konnte es aber auch nicht mehr geografisch genau gestimmt, muss ich davor eingestehen. Und dadurch kam das erst wieder, sagen wir mal, ist ja in die Gedanken. Es ist ja auch ein super kleines Land mit nicht sehr viel, sag ich mal, kontinentaler Macht in Amerika, würde ich mal behaupten. Ja. Ja, aber man weiß halt, dass die Mara Salvatrusa, Mara Salvatrucci. genau, also MS-13 ist das doch, gell? Genau, ja, genau. Ist halt eine der relevantesten Gangs auch in den Vereinigten Staaten gewesen. Insofern war das halt bekannt. Also, wir sollten vielleicht das mal ein bisschen thematisch machen, ja. Wir reden hier also, ich habe jetzt den Zuhörern einen guten Einblick gegeben, wir reden über ein völlig kaputtes Land. El Salvador hatte zwei Bürgerkriege hinter sich, danach war völliges Chaos. Bukeles vier Vorgänger, zwei davon wurden wegen Korruption ihres Amtes enthoben und eingeknastet und zwei andere sind geflüchtet. Das Land war völlig im Eimer. Und dann kommt Nayib Bukele daher. 2019 übernimmt er die Präsidentschaft und er hebt dieses Land aus den Angeln, ja, respektive stellt es wieder vom Kopf auf den Fuß. Ja. Er hat die Mordrate mittlerweile von El Salvador hatte davor die höchste Mordrate der Welt. Mittlerweile ist sie niedriger als, ich glaube sogar als die USA. Ja, niedriger als die USA, Ja, ja. das hat er auch, Niedriger als die das USA. kommt er auch in seiner Rede vor. Er möchte El Salvador zur sichersten Nation in ganz Amerika machen. Ne? Ja, aber das ist ja nicht das Einzige. Das ist das war das Kernthema von Bukele, mit dem er zuerst in einer Kleinstadt zum Bürgermeister kandidiert hat. Dort hat er es ebenfalls in seinen vier Amtsjahren geschafft, die Infrastruktur zu fördern, die öffentliche Sicherheit zu stärken. Dann hat er für die Hauptstadt ja zum Bürgermeister kandidiert. Dann selber Und noch, nach, genau. genau, und dann, und als er dort ebenfalls den massiven Erfolg vorweisen könnte, hat er sich als Präsidentschaftskandidat aufstellen lassen. Ja. Und eben seitdem hat er die Mordrate in den Keller gedrückt. Er hat diverse Infrastrukturprojekte gegründet. Also da fallen Staudämme drunter, die den Strompreis, ich glaube, um irgendwie 30% gesenkt haben zum Beispiel. Er hat Sozialsysteme eingeführt. Er hat sogar einen Staatsfonds gegründet, also einen Stipendienfonds, um junge El Salvadorianer, falls man das so sagt, zu fördern in der Bildung. Er hat, glaube ich, über 120 Krankenhäuser gebaut. Also
Wie gesagt, wenn wir jetzt hier, wir reden hier von diesem absoluten Teufelskerl, der das alles geschafft hat. Wenn man ein Bild sieht, sieht man einen sehr jungen Typ. Ja, ich glaube, Bukele ist Mitte 30. Zu Weihnachten war er mit seiner Frau und seinen beiden Töchtern, stellt er sich auch immer wirksam her. Und eben, er bezeichnet sich selbst als der coolste Diktator der Welt. Also, Und Max, du kannst ja noch jetzt mal eine Runde noch über Bukeles Privatgeschichte und seinen Hintergrund ein bisschen reden. ja, wunderbar. Großartige Überleitung, wie wir das von uns kennen, ne? Also geboren. Ich wollte damit eigentlich schon eröffnen, aber du bist abgeschweift. Das stimmt allerdings. So, Nayib Bukele Ortez, beziehungsweise Nayib Armando Bukele Ortez, zieht sich, also Armando, so hieß sein Vater mit Vornamen, Ortez war der Nachname der Mutter. Er wurde am 24. Juni 1981 in San Salvador geboren, ist damit jetzt schon sagen wir mal, in seinem Mitte-40ern, und seine 40er sind jetzt auch schon mittendrin. Sieht aber noch sehr jung aus, also Mitte 30 würde ich ihn jetzt auch noch ehrlich, am Anfang noch schätzen. Seine Familie war auch immer wohlhabend, kommt aus einem wohlhaberen Stand, wie man das eigentlich auch dort unten kennt. Also wenn du da jetzt nicht, sagen wir mal, irgendwo, sagen wir, schon in einen Background hast, einen Hintergrund, einen wirtschaftlichen, sozialen Hintergrund, kommst du da nicht unbedingt in die Führungsriege des Landes. Ja? Sein Vater, beziehungsweise die Familie, ist christlich-palästinensischer Abstammung, was uns alle ziemlich überrascht hat, ehrlich gesagt, also mich zumindest. Und sein Vater ist später sogar noch zum Islam konvertiert, und praktiziert auch als Imam, ja, also als Priester sozusagen. Und hat auch 4 Moscheen in El Salvador, also im ganzen Land, gegründet. Die stehen bis heute noch, ja. Aber dazu haben wir jetzt auch keine Informationen, wie ob die sich ausbreiten, etc. Kurze Ja. Frage, noch kurz zum Reingrätschen. Ist der Vater, also die sind, der Vater ist ja nach El Salvador dann eingewandert und er ist da zum Islam konvertiert, oder wie? Erst dort, ja. Der später zum Islam Erst in El Salvador. Okay, genau. interessant. Also seine Mutter Interessant. hieß Olga Ortez de Bukele und der Vater hieß Armando Bukele Catan. Also er hat auch den Namen der Mutter dann angenommen. Auch, sagen wir mal, ziemlich bedeutend, finde ich zumindest. Zumal sein Spannend, Vater auch oder? mehrere Frauen hatte, kam dann auch durch die Konvertierung zum Islam. Er war Wirtschaftsunternehmer, hatte halt Textilunternehmen und man schätzte das Familienvermögen 2014, ein Jahr bevor der Vater 2015 dann verstorben ist, auf also 18 Millionen Dollar. Also schon es ist eine Familie, beziehungsweise fast schon ein Clan, denn wie gesagt, er hat über 9 Geschwister, mehrere dann von Halbschwestern, Halbbrüder, und auch noch einen kolumbianischen Halbbruder. Also es ist sehr wirr, wobei aber viele seiner Geschwister jetzt auch, sage ich mal, seine engsten Berater sind. Ja? Also er hält seine Familie sehr nah bei sich zusammen, genauso wie seine Frau, die wiederum sehr stark gläubig ist. Er selber sagt, er fühlt sich keiner Religionsgemeinschaft ganz klar zugehörig, sagt aber, dass er christlich ist, ja? Dass er Christ ist. Ja? Er war auf einer Elite-Schule in der Hauptstadt, wie es nicht anders ist. Viele seiner ehemaligen Schulkameraden und Kameradinnen und Kameraden sind jetzt zum Beispiel der Wirtschaftsministerin, die Maria Luisa Hayem, oder Umweltminister, Innenminister. Also er hält seine Leute, die ihm immer treu waren, würde ich jetzt mal behaupten, in seiner Nähe. Ja. Er hat ein Jurastudium begonnen, hat er aber abgebrochen, da in einer Werbeagentur dann gearbeitet hat und die hat dann wiederum Wahlwerbung gemacht. Überraschenderweise für eine linksextreme Partei, die Frente Farabundo Partia para la Liberación Nacional, also irgendwas mit Nationale Befreiungsfront, wie wir es halt kennen. Ne? War eine Guerilla-Einheit aus verschiedenen Marxisten, Kommunisten, Christen, aber auch in den 80ern, sind dann übergetreten in die Politik in den 90ern und in den 2000er Jahren hat dann Bukele eben den Wahlkampf für die gemacht. Bis er dann gesagt hat, okay, 2011 geht er in die Politik und da kam dann das, was du auch vorhin erwähnt hast, Stefan, dass er dann bei dem Bürgermeisterwahlkampf 2011 für die Stadt Nuevo Cuscatlán, sagen wir, sich beworben hat und dann auch die Wahl gewonnen hat, 2012. Und wie du schon vorhin gesagt hast, er hat die Stadt, sag ich mal, ja, auf den rechten Pfad, will man meinen. Er hat geführt, er hat das mit einer Koalition zusammengehalten, also wieder mit einer eher linken und einer, ja, gemäßigten demokratischen Partei zusammen die Koalition geführt und damit halt auch, sagen wir, die Stadt in seiner Hand mehr oder minder gehabt, ja, in Vereinbarung mit den anderen beiden Parteien. Und darin ging dann jetzt sein Siegeslauf weiter Richtung dann San Salvador, der Hauptstadt, und damit dann später, also 2015, hat er den Kommunalwahlen in San Salvador bekommen. Und er hat sich dann auch
zu der Zeit dann schon vorbereitet auf die Präsidentschaft 2019 und wurde ja jetzt dieses Jahr wiedergewählt. Obwohl man eigentlich keine zweite Amtszeit in El Salvador haben darf, hat er sich darüber hinweggesetzt und wurde wiedergewählt und hat jetzt am 4. Februar die Wahl zertifiziert. Ja, genau, als ehemaliger Präsident und wird jetzt aber am 4. Juni, leistet er den Eid, damit er der nächste Präsident wird. Ja. Also eben, ich glaube, sogar die größte Oppositionszeitung von El Salvador hat eben mal getitelt, dass der Zustimmungswert für Bukele irgendwie bei 89 oder 90% liegt. Ja, ja. Also, also wenn sogar die Opposition zugeben muss, ja, 9 von 10 finden ihn super, das ist schon sehr aussagekräftig, ja. Ja, das sind Werte, die kennt man sonst eigentlich nur von Wahlen bei der SPD, würde ich mal behaupten, oder aus anderen kommunistischen Staaten, zumindest chinesischen Staaten. Hast du von der SPD gesagt? Ja, kennst du nicht mehr das Ergebnis von Martin Schulz, wie er damals gewählt wurde? Das waren auch über 100%. Ja, genau. Mal Martin. Aber das tun auch die Bürger von El Salvador. Also er hat auch einen YouTube-Account, wie das auch viele haben, der heutigen politischen Größen, zumindest wenn wir es gerade in den USA auch gucken. Und er lädt da immer wieder auch hoch. Es sind absolute Propagandaclips, da haben wir uns nichts vor. Aber man fängt jedes Mal die Masse ein und auch bei dieser nicht Vereidigung, aber Bestätigung der Wahlen geht er auch dann danach auf den Balkon des Theater Nacional, des Nationalen Theaters in der Hauptstadt und die Leute rufen ihm zu, einmal Naib, seinen Vornamen, Naib auch ein arabischer Name, wie wir vorhin auch schon festgestellt hatten, man merkt eben seinen Hintergrund, seinen Migrationshintergrund, beziehungsweise ja, je nachdem. Ja, ich habe mich eben auch gewundert, was das für ein komischer Name ist, aber ich habe gedacht, ja, wahrscheinlich hat was normal Südamerikanisches in dem Fall. Ja. Nee, ich dachte auch, aber wenn man die Namen der Brüder und Schwestern anguckt, da wird es eindeutig, ne? Yusuf etc., also eindeutiger kann es da nicht sein. Nochmal zu der Bevölkerung, die rufen dann seinen Namen Naib vor allem, ja, sagen seinen Vornamen, ja. Und zum anderen jetzt bei der Wahl, zur zweiten Wahl, die ja eigentlich nicht verfassungskonform war, rufen sie auch, wir haben es geschafft oder wir haben es gemacht. Also wir haben ihn wiedergewählt und wird jetzt wieder Präsident, obwohl es nicht gemacht, aber wir haben es gemacht. Also auch nochmal so ein bisschen, nicht er allein, sondern er hat wenn man jetzt ein Liberaler wäre, würde man jetzt sagen, eine demagogische Haltung, der das Volk dazu bringt, die Demokratie auszuhöhlen. Aber das Volk steht mehr oder minder hinter ihm, zumindest eine große Mehrheit, die man dann eben auch porträtieren kann. Ne? Ja. Bei Porträt würde ich dann auch einmal erwähnen, da gibt es ja auch diese 25-minütige Arte-Dokumentation, wo er halt auch, Riefenstahl-like wäre jetzt auch ein bisschen zu übertönt, wo er halt vor der Hälfte der Armee spricht und die stehen halt wirklich in dieser Bataillonsgröße auf dem riesigen Rasen umkringt von diesem Dschungel. Und er spricht dann zu seinen Truppen, dem Militär, die ja damals auch eingegriffen haben gegen die Kartelle, dass er ihm verspricht, dass wir eine sichere Nation werden, eine der sichersten Nationen in Amerika. Und eben das Land wieder aufbauen, ne? Was du auch schon sagst, was er auch wirklich tut. Das kann man ihm nicht vorwerfen. Ne? Mhm. Sonst noch, er hatte auch Zeit seines Lebens, also muss ich überdenken, er war mit 18 schon Leiter dieser PR, dieser Werbeagentur und hatte gleichzeitig dann später auch noch, war er Generalvertreter von Yamaha Motors in El Salvador. Also das Geld war da. Ne? Money has to come in, you know? und ich denke, genau daran empört sich ja auch der sogenannte Wertewesten und das sieht man ja auch jetzt daran an der sogenannten Verfassungsklausel. Es darf keine Amtszeit, es soll keine zweite Amtszeit geben, warum auch immer man das reinschreibt, ja. Und man sieht da doch einfach den heuchlerischen Aufschrei darüber, dass, ich meine, im Wertewesten. Man kritisiert Bukele, dass er die Bürgerrechte außer Kraft gesetzt hat und sich nicht an die Menschenrechte hält und dass El Salvador seine Demokratie verlieren könnte. Und das ist halt einfach der Blick von einem verfetteten Europäer oder meinetwegen auch Nordamerikaner, der auf so ein Land blickt und irgendwie glaubt, Demokratie sei grundsätzlich mal das, was ihm Freiheit, Sicherheit und Wohlstand garantiere. Ja. Wenn du aber in El Salvador lebst oder in irgendeinem anderen der unzähligen dysfunktionalen Staaten dieser Welt, zu denen wir ja auch immer mehr werden in Europa,
wenn du dort lebst, dann musst du halt sagen, ja, ist diese Demokratie denn wirklich so super? Eben die vier Vorgänger von Bukele, die wurden alle wegen Korruption rausgeschmissen oder verhaftet. Die haben den Staat ja ausgeplündert. Und was nützt ja denn die tolle Gewaltenteilung und angeblich freie Wahlen, wenn du nachts nicht mal mehr an die nächste Ecke gehen kannst, was weiß ich, eine Cola kaufen und dann vielleicht zerhackt wirst von irgendwelchen Maras, Ja, ja? ja. Was nützt dir dann dieses Ganze? Und ich denke sowieso doch, das ist eine Dynamik, die man viel sieht. Ja, jetzt auch im Kampf gegen die AfD, dieses, wir kämpfen für unsere Demokratie. Ich glaube, eben die Leute verwechseln wirklich, die glauben, es ist halt wirklich, die Demokratie sei irgendwie das, was ihnen irgendwie Freiheit und Rechte gewährt und irgendwie den Wohlstand erhält, ja. Aber das ist ja eine Illusion, ja. Also es gab auch schon Wohlstand, Freiheit und soziale Sicherheit gibt es auch außerhalb von demokratischen Systemen. Genau, im Also Kaiserreich. ja, zum Beispiel, Es ja. ist ja, Oder in ja. amtlichen, aber auf jeden Fall, das ist halt auch so ein Meme und es ist wirklich unfassbar. Eben Bukele sagt das halt völlig richtig, ja. El Salvador, blutiger Bürgerkrieg über Jahre hinweg. Das Land war einfach die letzten Jahrzehnte völlig im Eimer. Es hat niemanden irgendwas interessiert. Und er kommt her, schafft die Wende. Eben, er schafft es einfach innerhalb von 4 Jahren, als das Land mit der höchsten Mordrate der Welt zu dem mit einem der niedrigsten runterzudrücken. Ja. Ja. Zumal er auch seine Und die sie empören Anrainerstaaten. sich darüber. Ja. Ja. Ja, der Schweizer hat gesprochen über Demokratie. Richtig. Nein, ich denke, was die Leute oder eben die ganzen Journalisten und sowas, die ihn so sehr hassen, was die so schockiert, ist, dass er halt diese Methoden, die er anwendet, völlig öffentlich macht und nicht nur es nicht versteckt, Das ist ja nicht so. sondern es sogar noch vermarktet, es verbreitet, es inszeniert, sage ich mal, vor der ganzen Welt und die Leute feiern ihn trotzdem wie Sau. Ja, das beste Und das ist Beispiel halt immer war ja die dann. Lüge über die ganzen, über jedes autoritäre System und sowas, dass da immer der Bürger völlig unterdrückt wird und es muss die ganze Zeit mit Lügen und Verdrehungen und was weiß ich gearbeitet werden. Und Bukele sagt, nein, du kannst dich als Präsident hinstellen, kannst alle Kriminellen in KZ stecken, das auf Twitter hochladen und wirst dann mit 80%, über 80% wiedergewählt. Ja, also das Phänomen, was du hier gerade beschreibst, ist ja eigentlich zum einen das, was er auch selber schon mal gesagt hat. Damit leitet auch Arte in der Doku ein. Er nennt sich selber der coolste Diktator, den es je gegeben hat. Also ein Selbstverständnis, das halt, sagen wir mal, seinesgleichen sucht. Ich wollte vorhin schon sagen, die Einrainerstaaten, wie jetzt zum Beispiel Honduras, orientieren sich auch an der Richtung. Sie mobilisieren die Armee, um ihr Land halt auch mehr unter Kontrolle zu bekommen. Und also er macht da auch, er geht ein Beispiel voran. Jetzt wurde er auch eingeladen bei der zur CPAC, der großen Versammlung aller amerikanischen Konservativen, vor allem auch Orban, Viktor und so weiter sind ja auch dabei, auch teilweise Rassemblement National und auch FPÖ-Vertreter, AfD-Vertreter etc. Und da hat er auch gesprochen. Ne? Also er ist in aller Munde bei konservativen Rechten, vielleicht auch autokratisch oder autoritär denkenden Politikern. Und er hat massive Gefängnisse gebaut. Er baut einer der größten Gefängnisse. Das Land hat eine der gefühlsten Gefängnisraten der Welt. Die Gefängnisse sind, du hast ja schon ne, KZ gesagt im Vergleich, es sind Gefängnisanstalten, die hier seinesgleichen suchen. Ich denke, mit den kann man vergleichen schon mit den Lagern, die damals die Briten zum Beispiel gebaut haben in Südafrika. Ja, wie hießen die nochmal? Ja, genau. Der Vergleich liegt mehr oder minder nahe, ja. Ja, der Vergleich, das ist kein Also Vergleich, sondern es ist eine Beschreibung. der Vergleich liegt irgendwie nicht nah, weil die Briten haben dort von den Buren Frauen und Kinder interniert, um die Partisanen zu brechen. Wohingegen Bukele Mörder, Folterer, Auftragskiller und so weiter massenhaft inhaftiert, um die nicht nur von der Bevölkerung, sondern auch von anderen Gefängnisinsassen wegzuscheiden, ja. Ja, es ist ja einfach auch eine große Lüge unserer Zeit, dass es irgendwie ein System oder auch nur ein Moralsystem gibt, was universell anwendbar wäre. Und jedem Menschen, der sich ein bisschen mit Geschichte beschäftigt hat, ist klar, dass es immer verschiedene Umstände gibt. Der Zeitpunkt in der Geschichte, die Geografie, die Bevölkerung und so weiter spielen ja alle mit rein, was das passende System ist. Und es ist völlig wahnsinnig,
Also geh mal als Liberaler da nach El Salvador und erklär irgendjemanden, dessen Familie abgeschlachtet wurde von so einer Gang, dass Bukele das aber nicht machen kann wegen der Menschenrechte von diesen Vergewaltigern und Mördern. Nein, das war das Land mit der höchsten Mordrate und irgendwas musste getan werden. Und wenn es die letzten 30 Jahre nicht anders funktioniert hat, rechtfertigt sein Erfolg ihn ja. Auf jeden Fall. Der Zweck heiligt eben doch sehr wohl die Mittel. Ja. Ja. Also es ist halt, naja, es ist halt nicht so. Also ich meine, Bukele, da glaube ich, er hat glaube ich 2% der Bevölkerung inhaftiert. Ja. Und die Vorwürfe sind dann eben auch die Tränenkameras, wo dann westliche Journalisten einfangen. Ja, hier die arme Mutter, ihr Sohn wurde auch ohne. Gut, eben die Bürgerrechte wurden halt wirklich ausgesetzt, ja. Das muss man schon sagen. Ja. Also Bukele hat übernommen, er hat halt einfach eben das Recht auf einen Anwalt. Hat er ja auch außer Kraft gesetzt. Ja. Die Polizei hat massiv Befugnisse bekommen. Mhm. Natürlich ist da was dran, dass der Staat so auch außer Kontrolle geraten kann. Ja, Sebastian hat ja mal richtig die Frage gestellt. Ja, weil, ich sage jetzt mal, für uns Rechte ist Bukele eigentlich ja so ein glücklicher Zufall, weil er zeigt halt einfach, wie man einen autoritären Staat, aber wie das erfolgreich sein kann und wie das eigentlich wäre. Ja. Aber die Frage ist ja, wie ist denn das Ende vom Lied? Ja? Also, genau. Ich wollte gerade sagen, also Bukele hat die Gelegenheit, die er nicht ergreifen wird, der größte Herrscher der Geschichte zu werden. Weil, ich meine, das Land ist jetzt einigermaßen unter Kontrolle. Du hast die ganzen Mörder und sowas im Gefängnis. Jetzt könnte der Schauprozesse machen, bei denen er einen Großteil von denen dann hinrichten lässt. Das Land einigermaßen in vernünftige Bahnen bringen, einigermaßen absichern, dann zurücktreten und sich einem Gericht stellen dafür, dass er sich über jegliche Rechtslage hinweggesetzt hat. Nun ja, also wir müssen davor schon betrachten, wie es dazu kam. Er war ja schon Präsident, da kam es dann dazu, dass einer der, sagen wir, der blutigsten Tage in der Geschichte El Salvadors kam. An einem Tag, 24 Stunden, sind über 60 Leute gestorben bei mehreren Schießereien in unterschiedlichen Städten. Und darauf hat er dann eine Abstimmung gemacht in seinem Land, jetzt den Notstand einzusetzen und die Armee zu mobilisieren, die er eben hatte. Ja? Also die Leute, auf die er vertrauen konnte. Es geht ja immer vom Kleinen ins Große über. Und hat diesen Notstandsgesetz mit einer eindeutigen, überwältigenden Mehrheit, wenn nicht sogar über 80% der Stimmen hat er dafür bekommen und damit den Notstand eingesetzt. Jetzt ist halt die Frage, würde diese Notstandsgesetze dann weiter ausdehnen, etc. pp. Momentan tut er das, um die Sicherheit zu gewährleisten, aber er hatte immer noch die breite Unterstützung. Natürlich, es gab, was halt kritisiert wird, gerade von der Opposition, was auch jetzt bestätigt wurde durch Leaks in der Polizei, die auch selber nicht viel drauf gibt, auf die Gefangenenzahlen, weil die Polizisten auch bestimmte Quoten dazu erfüllen haben. Also sie mussten an einem Tag halt bestimmte Anzahl an Gefangenen herbringen. Und natürlich hat er auch viele minderjährige junge Männer halt gerade festgenommen, weil das eben das Rekrutierungspotenzial dieser Gangs, dieser Kartelle war. Junge Arbeitslose in den Unterschichten hat die erstmal, sagen wir mal, wahrscheinlich präventiv weggeschlossen. Und jetzt ist die Frage, wie lange bleiben sie in den Gefängnissen? Es gibt unterschiedliche Gefängnisse. Ich denke, dass nicht jedes genauso schlecht ist wie das andere. Und die Videos, die wir gesehen haben, das sind ja wirklich alles Tätowierte, wo man ganz klar sagen kann, okay, das sind Gangmitglieder. Ja, ja, aber wie gesagt, was schafft er es, das Problem endgültig zu lösen? Und gibt er seine Macht ab oder hält er bis zu seinem Lebensende an ihr fest? Das ist die Frage, das werden wir jetzt in den nächsten 5 Jahren sehen. Er würde ja jetzt... Die Türke werden wir in den nächsten 50 Jahren sehen, würde ich eher sagen. Würde ich, ich denke, das Problem ist halt, wie gesagt, Demokratie, es ist halt einfach ein weißes europäisches System und es ist schwierig, das in anderen Ländern irgendwie wirklich anzuwenden. Ich meine, man sieht nur schon in Südeuropa, dass es ja, so lala funktioniert oftmals. Also jetzt auch schon in der Vergangenheit, ich sage jetzt mal, bevor wir überhaupt in unsere Zeit gekommen sind. Jedenfalls, aber ein Staat wie El Salvador, es ist halt, ich denke, das ist halt so ähnlich wie mit Russland halt. Du kannst das, wenn du das erfolgreich führen willst, eigentlich nur mit einer eisernen Faust führen. Bukele muss das tun und ich denke eben, wie in jedem Staat das so ist, ja, du musst dann halt harte Maßnahmen treffen, was Bukele natürlich auch in Bezug auf die Banden gemacht hat. Die Frage ist aber halt einfach, wenn er jetzt zurücktreten würde, respektive wenn er jetzt einfach gesagt hat, oh ja, meine erste Amtszeit ist vorbei, ich gehe jetzt und ich darf nicht, weil Verfassung, hat El Salvador auch eine Ewigkeitsklausel oder irgend sowas in der Verfassung drin. Mhm. Ja?
dann ist es ja auch nicht ausgeschlossen in so einem Land, dass du einfach von deinen politischen Gegnern nach umgelegt wirst oder von den Bandenmitgliedern, von den Kartellen, dass die dich einfach umlegen, sobald du nicht mehr Präsident bist. Ja, Ja? logisch. Also Du kannst man muss nicht ja ganz innerhalb von einfach ein auch paar Jahren das sagen, du Land kannst, aufräumen und dann fertig machen. genau, Also. du kommst da nicht mehr raus. Als Präsident befehligst du aber Militär und Polizei. Privat, glaube ich, ist das kaum möglich. Und Bukele, das ist halt wirklich eine gute Frage, weil er macht sich ja in der Unterwelt extrem unbeliebt, ja. Eben auch, es sind nicht nur die Kartelle und Banden von El Salvador, die ihn natürlich hassen und umlegen wollen. Die ganzen anderen Kartelle von Mexiko bis Bolivien runter, die merken ja auch auf einmal, dass die Staaten da Bukele sich als Vorbild nehmen und die finden das eigentlich auch nicht so gut, ja. Ja, wobei der Also, mexikanische Staat da ziemlich ohnmächtig, der ist ja eh, sag mal, passé. klar, also gut, aber das ist übrigens auch noch ein wichtiger Punkt, den ich zumindest bei der Recherche auch herausgefunden habe. Es scheint für mich schon so, dass die Banden in El Salvador, die haben wirklich mehr die Straße kontrolliert, Ja. aber das war wenig, dass die irgendwie politischen Einfluss oder sowas hatten. Was in Mexiko oder in sowas wie Kolumbien, in solchen Staaten, ist das ja anders. Also dort hast du Kartelle, wo teilweise halt Kartellmitglieder irgendwo bei Behörden mit drin sitzen, ja. Wo dann natürlich auch der Staat völlig handlungsunfähig ist, weil die Parasiten ja an zentralen Positionen drin sind, ja. Und dann ist der Staat natürlich sowieso verloren. Ja, eben Mexiko ist ja wirklich, glaube ich, das krasseste Beispiel. Der, Ja. irgend so ein Polizeichefposten in der Grenzregion wurde, glaube ich, in einem Jahr mal 15 Mal neu vergeben, weil halt niemand länger als irgendwie 4 Wochen überlebt hat, bevor der umgelegt wurde. Was schon so, ja, okay. Aber das ist auf jeden Fall die gute Frage. Und ich weiß nicht, ja. Also Sebastian hat die Frage ja völlig richtig gestellt. Respektive die Batman-Sache, ja. Man stirbt als Held oder lebt so lange, bis man selber der Böse wird. Ist die Frage, wird das bei Bukele der Fall sein? Ich glaube es ehrlich gesagt irgendwie nicht. Also bis jetzt sehe ich noch irgendwie keine Anzeichen dafür. Und eben schlussendlich, ich weiß nicht. Ja, Ja, ich hoffe es. er hat die Family Values mit dem Tradwife und seinen 2 Töchtern und allem. Und ich glaube, ihm ist auch wirklich dran gelegen. Ich glaube, Bukele ist ein integrer Charakter. Ich meine, er hätte das alles nicht machen müssen. Er hätte sonst irgendwie Millionär werden können. Ich glaube, er hat da schon einen idealistischen Grundsatz. Er will das Land auch wirklich verändern. Und ich glaube, ihm ist schon noch viel dran gelegen, dass es dem Volk auch wirklich gut geht. Ja? Ja. Ja, das denke ich auch, sonst würdest du dich eben dieser Gefahr wahrscheinlich nicht aussetzen, aber. Wie gesagt, ich hoffe einfach, dass dieses einmalige Experiment im 21. Jahrhundert bisher zumindest funktioniert, weil es uns viel lehren kann, auch für die Zukunft, je nachdem, wie das jetzt läuft. Ja, ich würde sagen, dass es sich trotzdem aber in der nächsten, sag mal, Präsidentschaftsperiode, in diesen 5 Jahren, doch entscheiden wird für die nächsten Jahre. Okay, können wir jetzt die nächsten Jahrzehnte auch noch dazu rechnen. Ich beharre aber auf den 5 Jahren, weil er zum einen, es gibt ja immer noch eine Opposition in diesem Land, die natürlich auch mit, ne, gewissen autokratischen Mitteln auch unterdrückt wird, gar keine Frage, da machen wir uns nichts vor. Die dann halt sagt, oder deren größten Kritik oder beziehungsweise Diskussion ist halt darüber, solange halt diese Bestätigung durchs Volk, diese Umfragewerte, die halt auch immer wieder publiziert werden, solange die auf diesem Hoch sind, bleibt er ja an der Macht. Ja? Und die sagen, ja, solange das, wenn es halt irgendwann abflacht, wenn halt die Sicherheit gewährleistet ist und so weiter, dann wird das wieder runterkommen, dann wird man merken, wie genau, dass er genauso korrupt ist und dass er sich ja auch mit den Banden oder mit den Kartellen ja auch getroffen hat zum Verhandeln. Aber das haben die anderen Präsidenten ja auch gemacht. Ja? Gerade in dieser wichtigen Phase, wo dann halt das Militär eingegriffen hat. Und die Köpfe der Kartells sind ja immer noch nicht, größtenteils noch nicht gefasst. Die sind natürlich ins Ausland geflohen. Wir kennen es. Deswegen, ich bin auf die 5 Jahre gespannt. Klar, verstehe aber die Kritik der Opposition nicht, denn er hat die Macht zum ersten jetzt schon inne, wurde wieder gewählt demokratisch. Wie du schon sagst, er kümmert sich um das Land. Und wenn du einer Generation und von mir aus 2 Generationen Kindern, jungen Erwachsenen, aber auch Alten gewährleistest, gerade in in diesen absolut proletarischen oder ganz ärmeren Gebieten, dass sie sicher auf der Straße spielen können, dass sie überhaupt Zukunftsmöglichkeiten haben, ja, dass sie
Zugang zu Elektrizität haben, das ist ein Versprechen oder eine Aufgabe oder generell ein Ziel, das du denen gegeben hast, das werden die noch über Generationen hinweg dir danken oder zumindest vielleicht auch nur der Partei, die er ja auch selber gegründet hat, ne? Neue Idee, unabhängig jetzt mit keinem sozialistischen Programm, wie man es in vielen Staaten oder auch in El Salvador kannte oder in einem nationalistischen Programm wie die Arena-Partei, sondern er sagt, ja, ich mache neue Ideen, ich nehme das und das auf und also er macht es eigentlich vor, wie Politik im 21. Jahrhundert oder gerade in unserem Jahrzehnt vielleicht auch gemacht werden sollte, um solche Herkulesaufgaben zu stemmen. Und die ist er momentan dabei, gut zu stemmen und sogar noch weiterzuentwickeln. Ja, auf jeden Fall. Ich denke, Bukele ist auch ein bisschen die Personifizierung von Hard times create strong men, strong men create good times create weak men create hard times. Ja, allerdings hatte er ja immer good times. Er war ja in einer wohlhabenden Familie. Ja, gut, ob er jetzt immer. Ach so, ja, okay, ja, privat. Ich wollte gerade sagen, ja gut, ob er jetzt so die good times hatte. El Salvador, denen ging es doch schon immer gut, ja. Was jammern die denn so? Nie Probleme gehabt, ja. Wenn die wüssten, was wir hier in Deutschland zu tun haben. Ja. In der Schweiz. Mit was für einem Terrorstaat wir es in der Schweiz zu tun haben. Ja, wirklich, ja. Wird einfach ein Söldner, wird einfach rausgeschmissen, ne? Unglaublich, ja. Also Bukeles Regime ist ja da richtig humanistisch im Vergleich. Mhm. Nee, also jedenfalls. Worauf wollte ich hinaus? Nun ja, ich glaube, wir haben irgendwie ziemlich vieles gesagt. Ja? Ja. Ach ja, jetzt weiß ich es wieder. Pönsken hat es nämlich auch in seinem Artikel geschrieben, die ganze Kritik folgt halt von einer Zivilisationsstufe aus, mit Ansprüchen, die wir auch bereits ja hinter uns gelassen haben. Mhm. Ja? Also eben Europäer, Amerikaner kritisieren Bukele für seinen rigorosen Kurs und für alles, was er da macht. Also eben Menschenrechte und Bürgerrechte mal teilweise aussetzt, um das Land in den Griff zu bekommen. Aber ich meine, bei uns ist das zivilisatorische Fundament, dass eben diese Dinge wie Rechtsstaat, öffentliche Sicherheit, Ordnung und so weiter gewährleistet hat, das erodiert bei uns ja auch weg. Ja? Also die Frage ist natürlich auch, inwiefern ist El Salvador für uns ein Fenster in die Zukunft. Ja? Und ich fürchte in unserer Situation nicht mal unbedingt zum Positiven, sondern wenn der Staat halt wirklich so flöten geht, wenn sowas Ähnliches übernimmt, aber halt im Regenbogenanstrich. Ja? Und dann finden wir drei uns auch mit eingeplanten 0,6 Quadratmeter pro Person im, ich weiß nicht, Nancy Faesers neuem Supergefängnis irgendwo in Ostdeutschland, ja. Also sozusagen übertragen auf unsere, sag mal, linksliberale, ausweitende Politik beziehungsweise die Herrschaft der Linksliberalen und das dann auf uns angewendet, ja? Könnte sein. Okay, also ja. Ich meine eben, es könnte passieren, aber ich meine eben, also grundsätzlich geht es ja darum, wie gesagt, das Fundament, von dem aus man hier aus dem Westen natürlich immer so ziemlich großkotzig irgendwelche anderen Staaten aburteilt und die dann auch kritisiert, sogar wenn sie unfassbar erfolgreich politisch sind, wie Bukele, das erodiert ja eben bei uns auch weiter weg. Ja? Also eben, ich meine, das ist ja auch exemplarisch so mit Entwicklungszahlungen. Ja? Deutschland zahlt doch auch irgendwie an China Entwicklungshilfe für irgendwelche erneuerbaren Energien und so Quatsch. Ja. Aber ich meine, bei uns verfällt das Ganze ja auch weiter. Ja? Und ja, es wird auf jeden Fall interessant werden, wenn man halt auf die Realität zurückschlägt, ja. Also ein Beispiel könnte sein, wo er es auch durchklingen lassen hat, ne, was man auch auf jeden Staat beziehen könnte, während der Corona-Pandemie. Da hat er dann eben auch, was jetzt vielleicht auch vergleichbar mit Deutschland wäre, auch sehr strenge Maßnahmen aufgelegt, ja. Es gab Polizei- und Armeestreifen, Auffanglager, sein Land wurde hermetisch abgeriegelt und natürlich Amnesty International, willkürliche Verhaftungen, ja, verfassungswidrig etc. pp. Das waren auch Sachen, ja, wo er dann auch durchgegriffen hat, beziehungsweise so Sachen, wo wir dann auch diesen autoritären Charakter eines Staates auch kritisiert haben, auch hier in Deutschland. Natürlich jetzt. Ja. Und wenn man muss einfach sagen, und eben so Amnesty International Leute, so die ganzen, die ihn kritisieren. Ja, das natürlich. Die sind ja einfach völlig realitätsfremd. Wenn deine Verfassung dafür sorgt,
dass du dabei zugucken musst, wie dein Land die höchste Mordrate der Welt hat und du nichts dagegen tun kannst, was ist diese Verfassung dann wert? Ja, sehr gut gesagt. Mhm. Sehr gut gesagt. Auch einfach so eine scheiß moderner Bezug zur Welt, dass diese Sachen immer für die Ewigkeit sein müssen oder immer so, ja, unflexibel bei diesen Dingen sind. Auch moralische Ambiguität gehört zum Leben dazu. Und ich meine, es gibt einfach wenig Staaten, in denen man so beschissen gelebt hat, wie in El Salvador. Mhm. Und vergleichbare Zustände finden wir wahrscheinlich in einigen afrikanischen Staaten. Und auch dort wird die Lösung sicher nicht sein, eine demokratische Regierung einzusetzen und dann eine Verfassung zu schreiben, ja, und darauf zu hoffen, dass sich alle dran halten. Also wie weltfremd kann man sein, irgendwelche Journalisten und Aktivisten? Ja. Absolut, ja. Ja, eben, wie gesagt, Demokratie, Freiheit, Demokratie, das ist halt einfach, ja, das basiert halt auf dem auf den europäischen Völkern als Grundlage. Und das lässt sich halt einfach nicht exportieren. Eben, das hat Amerika ja auch sehr gut gezeigt mit ihrem Demokratieexport, wie wunderbar das funktioniert hat im Irak und Libyen und Syrien und überall sonst, ja. Mhm. Ja, also summa summarum muss ich sagen, Bukele ist einfach wirklich ein verdammter Teufelskerl. Ja? Also der Typ hat ordentlich was geleistet und wir werden seine Zukunft mit Interesse verfolgen. Ja? Auf jeden Fall. Ich denke noch zum Abschluss, würde ich noch ein bisschen eingehen auf die geopolitische Situation El Salvador. Ich hatte es schon vorhin erwähnt, es ist ein wirklich kleiner Staat an diesem Zipfel von Mittelamerika, der übergeht dann in die großen lateinamerikanischen Kontinent, Südamerika. Und ich glaube, es ist im Fall noch oberhalb von Panama. Also El Salvador ist rundherum Guatemala, Honduras und Nicaragua. Genau. Und ja, geopolitisch, ich hatte vorhin schon erwähnt, ne, war bei der CPAC, bei den großen amerikanischen Konservativen, in Anführungszeichen konservativ bei manchen. Und ansonsten, er hat es natürlich jetzt auch schon, ne, mit den BRICS-Staaten, zumindest mit Brasilien, ne, das liegt ja nahe, auch Kontakt gehabt etc. Er hat aber halt nicht wirklich diese Macht, um geopolitisch der große Spieler zu sein. Ja? Er ist jetzt einfach ein Medienphänomen, ein politisches Phänomen, wo halt auch die internationale Politik ein Interesse hat, gerade vielleicht auch autoritäre Staaten oder autoritäre Denker. Es ist aber nicht bekannt, der sich jetzt groß positioniert hat im Ukraine-Konflikt beziehungsweise in China zur US-Präsidentschaftswahl. Natürlich von den Demokraten kann man natürlich, ja, wir haben einen weiteren Diktator in Südamerika, aber er ist jetzt auch weder Dorn im Auge, noch ein großer Dorn im Auge, doch jetzt ein großer Freund. Ja? Also die Migrationsrouten sind auch durch El Salvador verlaufen, jetzt nicht mehr so stark, ne? Aber da es halt wirklich nur so ein kleiner Spalt ist, kommen die Migranten ja trotzdem noch in die USA. Ja? Nichtsdestotrotz könnte Bukele ein wichtigerer Verbündeter für Donald Trump sein, der natürlich jetzt auch wieder außenpolitisch jetzt neue Verbündete braucht, aber ist ja die Frage, welche große Bedeutung wird da El Salvador spielen? Denkt ihr, da könnten wir noch außenpolitisch noch mehr von Bukele erwarten, oder denkt ihr, wie wir schon jetzt eigentlich die ganze Zeit besprochen haben, er wird sich weiterhin auf seine Interessen, auf sein Land konzentrieren als oberste Priorität, oder denkt ihr, er möchte auch ein bisschen hinaus in die Welt, was ich bei Thinktanks oder so noch mehr auftauchen, wie er es jetzt in Amerika zum Beispiel gemacht hat? Also ich glaube, das macht er eigentlich schon. Ich glaube, Bukele war auch schon zweimal bei Tucker Carlson im Interview. Mhm. Also ich denke, er wird, wie gesagt, auf Einladung wird er reagieren und hinausgehen. Ja. Aber also ich meine, du hast es mit den Eingangsworten schon gesagt, geopolitisch, El Salvador ist wirklich so ein Tüpfelchen da in der lateinamerikanischen Landbrücke drin. Also ich glaube, da wird nicht allzu viel erwarten sein. Ich wüsste jetzt auch nicht, was Donald Trump irgendwie davon hätte. Ja gut, der kann natürlich mit ihm ein Selfie machen und über Bukele vielleicht noch ein paar Follower abgreifen. Ja, gut. Aber ich glaube jetzt auch sonst hätte das jetzt nicht so einen großen Einfluss. Also eben, ich glaube, das gibt das Land ja auch einfach nicht her. Ja. Eben, es ist ein Kleinstaat und Bukele wird sich halt weiter einfach darauf fokussieren, das Beste für das Land, für sein Land, ja, im doppelten Sinn sozusagen, rauszuholen. Er hat ja, glaube ich, auch, El Salvador ist, ich bin da nicht so im Game, aber eins der wenigen Länder, wo ja auch Bitcoin als Zahlungsmittel anerkannt ist. Ja, ich meine aber, das war an zeitlich limitiert. Bin mir da aber auch nicht mehr sicher, ehrlich gesagt. Ah, wirklich? Ich bin mir nicht sicher. Aber ich glaube nicht, aber er hat auf jeden Fall damit, hat er ja auch ordentlich Investoren und Geld reinholen können.
Ja, also ich will am liebsten einfach sehen, wie er den Start stabilisiert und wie er einfach nicht durchdrehen darf. Ja. Er hat auch mal irgendwie vor 2 Wochen hat er sogar getwittert, we need to build a new Rome. Oder, also halt eben, ja, ein neues Rom muss erbaut werden. Ja, das ist der Größenwahnsinn, der mir gefällt. Ja, in die Richtung darf es weitergehen. Finde ich gut, finde ich gut. aber ja, die große Gefahr ist halt einfach, wie gesagt, vielleicht hatten die Kritiker doch recht. Vielleicht korruptiert der Staat wieder und auf einmal werden irgendwelche Leute ja halt wirklich grundlos umgelegt. Aber ich bezweifle es, dass sie recht haben. Und bis jetzt spricht eigentlich nicht viel dafür. Und ich muss wirklich sagen, ich finde nicht nur seinen Internetauftritt sehr erfrischend für einen Präsidenten, sondern halt eben auch seine ganzen anderen Fortschritte. Ja. Also ich werde da auf jeden Fall weiter am Ball bleiben und die El Salvador-Situation verfolgen. Ja. Sebastian, wie siehst du das? Ja, auf jeden Fall lohnt sich, denke ich, das Ganze weiter zu verfolgen. Und ja, wie gesagt, ich bin aber ein bisschen skeptisch, was die Zukunft angeht. Und vor allen Dingen denke ich, wird es spannend zu sehen sein, ob die anderen lateinamerikanischen Staaten oder inwieweit sie Bukele-Stil adaptieren und vielleicht auch so ihren eigenen Stil dabei finden. Es ist ja jetzt nicht unbedingt wahrscheinlich, dass es sich zufällig mehrere integre Männer finden in südamerikanischen Staaten, die dann auch noch die Macht tatsächlich an sich nehmen können und so weiter. Aber es wäre auf jeden Fall interessant, ob das so einen Ausbreitungseffekt hat auf die restlichen Länder dort. Ja, ich denke, das ist auf jeden Fall eine der verfolgenswertesten Dinge, die momentan in der Welt passieren. Und es wäre auf jeden Fall interessant, wenn wir mehr wirkliche Einblicke bekommen. Also ich habe zum Beispiel, als ich mich damit beschäftigt habe, nicht so viel finden können darüber, wie genau er das geschafft hat, nicht von welchen Kartellleuten ermordet zu werden, auf seinem Weg an die Macht und sowas. Also ich wäre auf jeden Fall sehr interessiert daran, auch ein bisschen tiefere Einblicke in diese Geschichte zu bekommen, die natürlich schwierig wahrscheinlich auf Deutsch oder Englisch zu bekommen sein werden wird. Also Englisch gibt es also haufenweise Content, muss ich sagen. Da habe ich sehr viel gefunden. Auch Aber ja, halt er eben. selber übersetzt auch alle, nahezu alle seine Reden, die zumindest auch auf YouTube sind, auch alle in Englisch übersetzt. Also er möchte auch, dass er verstanden Ja, wird von den aber anderen. das ist ja dann aus seiner Natürlich, natürlich, es Perspektive. ist nicht transparent, natürlich nicht. Ja. Gut, ich denke, es wird dann heute sogar eine kürzere Folge. Wir werden weiterhin diesen Mann verfolgen. Ich denke, wir können alle sagen, dass wir ihn prinzipiell mögen. Zweck heiligt die Mittel in gewisser Weise. Er ist ein aufstrebender Mann, möchte ein neues Rom bauen, wie Stefan gerade erwähnt hatte. Man merkt, dass er noch jung ist, dass er Energie hat und diese Energie auch umsetzen möchte. Ob das eben letztendlich in üblicher lateinamerikanischer Weise korrumpiert, wie es macht, meiste Zeit immer tut, oder ob es wirklich zu einer neuen Blüte, einer Blüte einer aufstrebenden Nation in dem Gemisch der amerikanischen Staaten wird, wird spannend. Also ich denke, das ist einer der nach der jetzt kommenden Wahl in den Vereinigten Staaten mit das einem der interessantesten und wichtigsten Themen, die uns auf den amerikanischen Kontinenten erwartet. Auf jeden Fall, ja. Ja, ich meine, was ohne in Bukele passiert, sieht man ja auch aktuell auf Haiti, ja. Gut, da sind nochmal Hast du andere nicht. Faktoren der Da. Völkerzusammenstellung. Ja, absolut, absolut. Das steht natürlich schon, ja. Wo Bukele aber überhaupt auch angeboten hat, das Problem zu lösen. Er hat ja gesagt, wenn seine Kosten gedeckt werden und die eine Resolution macht, dann wird er mit seiner Armee Haiti befrieden. Es geht los. Also Okay. Außenpolitik ist noch nicht abgeschlossen, Geopolitik, ja. Eine multipolare Weltordnung, beziehungsweise man schafft sich neue Pole. Ja, der neue Machtpol El Salvador. Da Ne? glaube ich noch nicht so ganz dran, muss ich ehrlich sagen. Ja. Das imperiale El Salvador sehe ich jetzt noch nicht so ganz, aber Ja ja, gut, wer wenn die weiß, wer Infrastruktur weiß. ausgebaut ist, dann wird wahrscheinlich auch Terrorismus ein bisschen florieren. Dann schauen wir mal, ob vielleicht neue Schwarmfunk mal ins Ausland geht. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Also, wenn wir mit Neuschwabenfunk es nicht schaffen, unsere Existenz weiter zu finanzieren, dann, weil wir kassieren hier ja immer fett ab, dann werde ich Spanisch lernen und bei Bukeles Geheimpolizei versuchen anzuheuern. Ja. Das ist der Plan, ja. Ja, das ist der Plan. Mit diesen Aussichten lassen wir die Zuhörer jetzt ins Ende gehen dieser Folge. Gibt es sonst noch Anmerkungen? Ich habe, denke, alles gesagt. Bukele, for 5 more years in dem Fall. Ja? Ja, guter Mann. Ist interessant, schaut es euch mal an. Alles klar. Wichtige Links wie zur Arte-Doku oder zum Blog von Penskin findet ihr alles unten. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Bis dann. Ja, auf Wiedersehen.